Felix. Musst du nicht auch bald los? Ja. Ich stelle den Spüler an, ja? Soll ich uns für heute Abend ein paar Steaks besorgen? Lieber was anderes. Ein Auflauf. Ein Gemüseauflauf wäre ganz schön. Okay. Schönen Tag, Frau Freiberg. Tag, Herr Kowalski. Tag, Frau Freiberg. Bin gleich bei Ihnen. Später wäre besser. So gegen Abend. Ich sag Ihnen Bescheid, ja? Ja, einfach Bescheid sagen, ja. Thank you.
Hast du Lust auf eine attraktive, reife Dame? Anfang 40, mit weiblichen Rundungen und langen, dunklen Locken? Ich bin 1,74 Meter groß und habe Konditionen. Guten Abend, Herr Kastorf. Guten Abend. Hier vorne links, bitte. Danke. Eigentlich ins Theater. Aber Vorstellung hier ist auch nicht ohne. Haben wir Ihre Personalien? Schon dabei. Ausstein, was ist? Wie was ist? Die Wohnung ist übersät von Haaren und Fingerabdrücken. Der ganze Mülleimer ist komplett voll mit benutzten Präservativen und Tonnen von Papiertüchern. Patricia, hallo. Jan. Ich kann dir erst etwas sagen, wenn Hausstein durch ist. Da hat sich wohl jemand ziemlich ausgetobt. Kastorf? Ich habe sie seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Weshalb hat sie dich dann angerufen? Ich habe keinen Anruf gekriegt. Du kanntest sie näher. Lass uns später darüber reden, okay? Kastorf, Kripo Hamburg. Kann ich Sie kurz sprechen? Ja. Danke. Es wundert mich gar nicht bei dem, was sich hier rumtreibt. Haben Sie irgendwas gesehen oder gehört? Nein, ich bin ja erst vor 2 Stunden von der Arbeit nach Hause gekommen. Wissen Sie, wie das ist, Tür an Tür mit Nutten zu wohnen? Wenn sie Angst um ihre Kinder haben müssen, weil sie ständig irgendein Abschaum von Männern hier im Hausflur rumdrückt. Ihr Mann... Er hat nichts bemerkt. Ist er hier? Ja, er liest den Kindern gerade etwas vor, er kann ihnen leider nichts sagen. Wann ist Ihr Mann von der Arbeit gekommen? Mein Mann arbeitet zu Hause. Er ist Freiberufler. Ja. Danke, ich bin im Dienst. Salzstange nehme ich. Also, Sie wollten in der Wohnung nach dem Boiler sehen. Da war es ungefähr 7:30.
War defekt, das Ding. Ich wollte da ein Auge drauf werfen. Die Wohnungstür, die war angelehnt. Hab gerufen, dann bin ich reingegangen und da lag sie. Und dann? Habe ich die Polizei gerufen. 19:30 Uhr. Ja? Ich arbeite als freier Übersetzer. Das geht ganz gut mit den beiden Kindern. Wenn die in der Schule sind, dann kann ich hier in Ruhe arbeiten. Wenn die Tür zu ist, hört man nicht, was im Hausflur vor sich geht. Aber Sie waren noch nicht die ganze Zeit nur hier im Zimmer. Nein, gegen 11 war ich mal draußen. Ich musste eine Druckerpatrone besorgen und Papier. Und danach? Dann war ich ein bisschen bummeln. Und dann habe ich die Kinder abgeholt. Als Sie Ihre Wohnung verlassen haben, ist Ihnen auf dem Flur was aufgefallen? Oder haben Sie in der Nachbarwohnung irgendwas gehört? Nein. Und als Sie mit Ihren Kindern wieder nach Hause kamen? Das hat er doch schon gesagt. Sonst? Haben Sie heute Vormittag etwas Verdächtiges bemerkt? Ich war die meiste Zeit im Keller, danach in meiner Wohnung. Im ersten Stock. Kriegen Sie da mit, wer im Haus so ein- und ausgeht? Wir haben hier 20 Wohnungen, da gehen so viele ein und aus. Also niemand. Sie haben niemanden gesehen. Wie gesagt, war die meiste Zeit im Keller zugange. Die Aufnahmen haben Sie wie gemacht? Ja, Portugal. Ach, sehr schön. Sagen Sie, dieser kleine Puff hier im Haus, hat Sie das eigentlich gestört? Bringt doch Unruhe. Hat keine Probleme gegeben. Die Freier wollen ja unerkannt bleiben. Sie sind ledig. Witwer. Kinder? Nein. Können Sie nicht dafür sorgen, dass nicht schon wieder irgendwelche Nutten hier einziehen? Das ist Sache Ihres Vermieters. Oder des Sittendezernats, falls die Damen illegal arbeiten. Des Vermieters. Das versucht aber, mit dem ist ja nicht zu reden. Er denkt doch nur an seine Kohle. Kann ich Ihnen leider nicht helfen. Guten Abend, Castorf, Kripo Hamburg. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Es tut mir leid, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. War Ihre Frau in letzter Zeit verändert? Wirkte sie beunruhigt, ängstlich, nervös? Hatte sie Sorgen? Berufliche Probleme? Ist dir an deiner Mutter was aufgefallen? Wann hat sie als Prostituierte gearbeitet? Kurz nachdem sie ihren Job verloren hat. Also ungefähr seit 2 Jahren. Warum dieser Job? Hat sie nichts anderes versucht? Mit über 40. Sollte sie Hamburger verkaufen für ein paar lausige Euro? Das ging nicht. Hatten Sie keine Probleme mit der neuen Arbeit Ihrer Frau? Nächste Frage. Wo hat sie vorher gearbeitet? Sie war MTA in einer Privatklinik. Was soll jetzt werden, hä? Huh? Was wird jetzt? Das ist alles noch nicht abbezahlt hier. Das scheint sie ja eher zu betrüben als der Tod ihrer Frau.
Es geht ja nicht um Ihre Existenz, oder? Sind Sie arbeitsunfähig? Ich war Filialleiter in einem Autohaus. Aber versuchen Sie mal, einen Sportwagen zu verkaufen, wenn Sie im Rollstuhl sitzen. Autounfall? Es liegt nahe, oder? Ich würde gern die Privatsachen Ihrer Frau sehen. Flur rechts, zweite Tür. Gleich erkannt. Felix. Schluss machen für heute. Daten, Vorlieben, Arbeitszeiten. Die Staatsanwaltschaft hat mich mit dem Fall Freiberg betraut. Hier. Ein Gästebuch für Freier. Jan. Mit Prostituierten-TÜV. Nach dem Motto, hält sie auch, was sie verspricht. Kanntest du Karin Freiberg näher? Willst du drüber reden? Weißt du was? Du solltest nach Hause fahren und dich in die Badewanne legen. Ich weiß. Aber ich kann ja noch nicht weg. Dachte ich mir. Thank you.
schon wieder gehen. Tiefe Einschläge in den Handgelenken. Sie hat sich heftig gewehrt. Subkutane Hämatome und Kratzer an Arm und Bein. Und er hat immer wieder auf sie eingeschlagen? Nein. Das sind Spuren vom Kampf, als er sie ans Bett gefesselt hat. Da hast du seine Signatur. Ein kräftiger Mann. Er hat zumindest große Hände. Nützt schmerzlich wenig. Wir sind leider noch nicht in der Lage, da seine Fingerabdrücke rauszufiltern. Todeszeitpunkt? Zwischen 13 und 16 Uhr. Er hat sie erwürgt. Sie wurde gewürgt, aber die Hämatome am Hals sind älteren Datums. Schätze 3-4 Tage. Was ist dann die Todesursache? Erstickt. Sie hat keine Hautvertrocknungen um den Nasenbereich. Das heißt? Dass sie die Decke nicht ins Gesicht gedrückt wurde. Sie wurde nur drauf gelegt. Sie ist erstickt. Langsam. Sehr langsam. Genaueres kann ich dir jetzt nach der Obduktion sagen. Sie könnte auch an Herzversagen gestorben sein. Kann ich? Eine Affäre. Das ist über 8 Jahre her. Mir ging es damals ziemlich dreckig. Ein Haufen schwieriger Fälle, ständig Ärger mit meinem Sohn, meiner Mutter nervte. Ich war ziemlich durch den Wind. Wir haben uns getroffen, so oft es ging. 10 Tage lang. Und dann? Dann sagte sie mir nur, dass sie mich nicht wiedersehen könne. Das war's. Das war's. Einfach so. Ja. Ich wusste nichts von ihrem Privatleben. Und sie hat nie nach meinem gefragt. Ich war eigentlich ganz froh darüber. Und du hast nie versucht, sie anzurufen? Doch, natürlich habe ich das. Immer wieder, mehrmals pro Tag. Ja, und was hat sie gesagt? Nichts. Keinen Ton. Sie hat immer sofort aufgelegt. Und dann hat sie ihre Handynummer gewechselt, war ziemlich eindeutig. Ich habe es dann gelassen. Und gestern hat sie versucht, dich zu erreichen. Ja. Sie muss geahnt haben, dass sie in Gefahr schwebt. Warum hätte sie mich sonst anrufen sollen? Wusste sie, dass du bei der Kripo bist? Ja, sicher. Wir haben jede Menge unterschiedlichster Spurenträger. Haare, Schuppen, Fingerabdrücke, Schweiß, Sperma. Ein Abgleich mit unserer Datei kann Wochen dauern. Dann fangen wir zuerst mit dem direkten Umfeld an. Also die Hausbewohner? Genau. Will von jedem Fingerabdrücke und Speichelproben. Irgendwelche neuen Hinweise? Noch nichts Konkretes. Wir sind aber auch nicht überall gewesen. Befragt doch die Bewohner der Nebenhäuser. Cafés, Läden, die ganze Straßenzeile. Was ist eigentlich mit dieser Frau Wolf? Der Vermieter wird mir sicher einiges zu ihrer Person sagen können. Ich treffe ihn gleich. Dann brauche ich die Unterlagen sämtlicher Prostituiertenmorde der letzten 3 Jahre. Nur die Hamburger? Bundesweit. Und die Adressen von allen registrierten Modellwohnungen. Ja? Zeig den Kollegen von der Sitte die Tatortfotos. Ja. Und ihr privates Umfeld? Wir brauchen eine Liste sämtlicher Anrufe, die über ihr Handy ein- und ausgingen. Wer kann das machen? Ja. Wenn du über die Initialen GM stolperst, sagst du mir sofort Bescheid. Alles klar. Also dann los. Hier mal bei mir geklingelt. Einer von diesen Männern, die hier immer zu Frau Freiberg und Frau Wolf gehen. Stockbesoffen war der. Und wieder mich angestarrt hat. Hatte sich im Stockwerk geirrt. Na, dem habe ich aber was erzählt. Das können Sie mir aber glauben. Haben Sie sich mal mit Frau Freiberg unterhalten? Nee, natürlich nicht. Ich danke Ihnen. Ich kann sowas alles auch überhaupt gar nicht begreifen. Ihr Freund schien damit gar keine Schwierigkeiten zu haben. Ihr Freund?
Frau Freiberg hat einen Freund? Ja, ihr Zuhälter war das bestimmt nicht. So ein großer Mann. Trug immer einen Anzug. Der hat manchmal auf sie gewartet. Ja, und wo? Ja, ganz da hinten, am Ende von der Straße. Hat sich wohl nicht hierher getraut. Können Sie mir den Mann beschreiben? Nee, das machen meine Augen nicht mehr mit. Der hat sie immer in die Arme genommen. Und ganz lange immer nur so festgehalten. Ich bin Vermieter und kein Zuhälter. Wirtschafter wäre ein passender Ausdruck. Was meine Mieter treiben, ist mir egal, solange sie pünktlich zahlen. Prostitution ist seit 2002 legal. Krankenrentenversicherung und dem Ganzen. Aber das wissen die ja besser als ich. Können sogar in die Gewerkschaft eintreten und eine Wohnung mieten, um ihrem Gewerbe nachzugehen. Solange sie nachweisen können, dass sie in der Wohnung auch leben. Dafür reichen ein Bett, eine Sitzgarnitur und ein Fernseher. Wie Sie sehen, Frau Freiberg war die Hauptmieterin? Ja. Ach ja, die Privatadresse von Frau Wolf. Die wollten Sie doch haben. Kannten Sie Frau Freiberg näher? Sie war zu Vertragsverhandlungen in meinem Büro. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Was hat sie Ihnen denn so gezahlt? An Miete? Das, was für die Wohnung fällig ist. Keine Ahnung. Müsste ich nachschauen. Wie viel hat sie Ihnen sonst noch zugesteckt? Was soll das? Hat sie 100 oder eher 150 pro Tag draufgelegt? Geht es Sie um einen Mordfall oder Mietwucher? Die Wohnung, ich habe da einige Interessenten. Wann ist sie wieder frei? Das kann noch dauern. Wie lange? Sie kriegen Bescheid. Hervorragend. Wie nennt sich denn sowas? Nata. Selbstgemacht. Schmeckt man halt doch. Die Nachbarn von nebenan, schauen die auch mal hier rein? Eher selten. Außer Herr Kowalski. Na, der holt sich mittags manchmal was raus. Kann ich noch so einen Milchkaffee haben? Galau. Kommt sofort. Dieser Kowalski, kennen Sie den näher? Mm-mm. Hat nie viel geredet. Und seit dem Tod seiner Frau vor 3 Jahren, da kriegt er den Mund überhaupt nicht mehr auf. Hat ihn ziemlich fertig gemacht. Hat sie sehr geliebt. War auch eine Portugiesin. Mhm. Aus Porto. Sehr nette Frau. Kann ich mir vorstellen. Tja, diese Frau Freiberg, wie war die eigentlich so? Schreckliche Sache. Tja, wie war sie? Ich kann nichts Schlechtes über sie sagen. Hat sich ein paar Kuren rausgeholt. Haben Sie die Frau Freiberg mal zusammen mit dem Mann gesehen? Ja, ein paar Mal. Da hat jemand auf sie gewartet. Draußen, an der Straßenecke. Ja. Wie meinen Sie das dann auch? Die tauchen in letzter Zeit immer wieder auf. Parken drüben und hocken die ganze Zeit im Auto. Frau Freiberg stand genau da, wo Sie jetzt stehen und hat zu Ihnen rausgestarrt, bis Sie weg sind. Weg. Können Sie die beschreiben? Eigentlich nicht. Karin Freiberg hat nur montags, mittwochs und freitags gearbeitet. Gestern war Dienstag. Ihr Tag. Mit einer Rotznase ist kein Geschäft zu machen. Karin Freiberg ist für Sie eingesprungen. Tja. Und? Das haben wir immer so gehalten.
Wenn die eine nicht kann, springt die andere für sie ein. Worauf ich hinaus will, ist, der Mord hätte auch Ihnen gelten können. Bullshit. Das ist kein Bullshit. Das war brutalster Mord. Es könnte sein, dass es sich um einen Freier handelt, der durchgedreht ist. Es könnte sein, dass der Mörder auf sowas steht und wieder mordet. Und es könnte sein, dass Karin Freiberg nicht sein erstes Opfer war. Ich kenne ihre Kunden nicht. Ich weiß auch nicht, was sie sonst so getrieben hat. Wir haben uns eine Wohnung geteilt, sonst nichts. Wollen Sie es nicht kapieren oder was ist los? Wenn Sie gestern nicht krank gewesen wären, würde ich heute vielleicht Karin Freiberg die Fotos Ihrer Leiche zeigen. Haben Sie sich verletzt? Finger weg, Mann. Wer hat Sie so zugerichtet? Kann mich nicht erinnern. Frau Wolf, also. Ich stehe auf sowas, klar. Frau Freiberg hatte ähnliche Würgemale am Hals. Woher kannten Sie Frau Freiberg? Von Martens, dem Vermieter. Ich habe eine billige Wohnung gesucht. Er hat gesagt, ich könnte sie mir teilen. Hatten Sie privaten Kontakt mit Frau Freiberg? Das war eine andere Welt. Gut, Sie können gehen. Lass Sie observieren. Ich wette, Sie kennt unseren Mann. Sie hat Angst. Danke. Nee, keine Pressemeldung. Noch nicht. Also bei anderen Prostituiertenmorden hatten wir damit großen Erfolg. Vielleicht sollten wir eine Belohnung für sachdienliche Hinweise aussetzen. Wir stehen erst am Anfang der Ermittlungen, haben noch nicht mal die ganzen Nachbarn durch. Wir würden den Täter damit nur warnen. Du willst also 4000 Hamburger Huren nach einem Mann mit Vorliebe für Fesselspiele befragen? 6000. Die Beratungsstellen sprechen von 6000. Das macht's auch nicht besser. Wir konzentrieren uns vorerst nur auf Modellwohnungen. Wir haben etwa 800 registrierte Adressen. Das wird nicht einfach. Die Damen sind nicht sehr gesprächig, wenn es um ihre Kunden geht. Das habe ich gemerkt. Gib mir trotzdem ein paar Tage. Gut. Wilhelmi? Nein, habe ich nicht vergessen. Ja, am besten vor Gericht. Ich habe die Unterlagen dabei. Gut, bis dann. Ich habe einen Termin bei Gericht. Heute Abend? Heute Abend. GM ist Georg Meiners. Ich habe fast täglich mit Karin Freiberg telefoniert. Filialleiter beim Autohaus Rose. Doch nicht. Doch. Genau derselbe Laden, bei dem auch der Herr Freiberg gearbeitet hat. Nach seinem Unfall hat dieser Georg Meiners seinen Posten übernommen. Und hat er ein Verhältnis mit seiner Frau? Das erfahren wir frühestens morgen. Ja, seit 3 Tagen ist er auf einer Automesse in Essen. Zusammen mit Kollegen, das heißt, er hat ein Alibi. Ich will trotzdem mit ihm reden. Gibt's was Neues vom Geländewagen? Jensen überprüft unsere Kartei. Und die Neuanmeldungen, die kriegen wir morgen vom Verkehrsamt. Okay. Dann steht's halt in der Presse. Mir doch egal, was die Leute denken. Wir müssen ja sowieso bald raus. Ich dachte dabei eher an Felix. Es wäre bestimmt besser, wenn er es von Ihnen erfährt. Felix? Das wird ihm den Rest geben. Ist ein Sensibelchen, unser Junge. Und Karin war sein Ein und Alles. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Ihren alten Kollegen? Das war die Frage. Haben Sie oder haben Sie nicht? Nein. Habe ich vor Jahren abgebrochen. Ich brauche kein verlogenes Mitleidgetue von niemandem.
Und Ihre Frau? Was meinen Sie? Hatte sie private Kontakte oder eine Beziehung? Keine Ahnung. Hat mich nicht interessiert. Haben Sie Ihre Frau geliebt? Geliebt? Was ist das? Liebe. Wissen Sie es? Ich weiß es schon lange nicht mehr. Ich war einfach nur froh, dass sie für mich da war. Wie geht's Felix? Fragen Sie ihn selbst. Entschuldigen Sie. Und nochmal von vorn. Ich weiß, wie dir zumute ist, Felix. Gar nichts wissen Sie. Ich will nur mit dir reden. Das mit deiner Mutter und mir ist über 8 Jahre her. Das war eine ganz kurze Affäre. Sowas gibt's halt. Deine Mutter war eine ganz wunderbare Person. Was ganz Besonderes. Unvergesslich für mich. Und sie hat sich für euch entschieden. Für die Familie. Für dich, Felix. Und? Warum erzählen Sie mir das? Ich halte es für wichtig, dass du das weißt. Okay. Jetzt weiß ich's. Kann ich gehen? Sicher. Felix. Weiß eigentlich dein Vater davon? Der interessiert sich nur für sich. Habe ich in Ihrem Zimmer gefunden. Und sie hat es 8 Jahre lang aufgehoben. Sie hat dich geliebt. Ich bin mir nicht sicher. Schon, das habe ich. Dabei waren wir nur 10 Tage zusammen. Ja, und? Das hat mich total umgehauen, sie so da liegen zu sehen. Seltsam ist nur, die Frau, die da lag, hat nichts mit der Frau zu tun, die du in Erinnerung hattest. Ja.
Irgendwie berührt mich das Ganze und doch wird sie mir immer fremder. Es hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt auf den Strich ging oder so. Alles ist Veränderung. Manchmal schlägt das Herz schneller und manchmal schlägt es langsamer. Verdammt nochmal. Ich denke, unsere Leute sind vor Ort. Die Kerle sind durch den Keller eingegangen. Sie müssen die Kollegen bemerkt haben. Herr Meinert, ich komme gerne nochmal wieder. Seit wann hatten Sie eine Beziehung mit Karin Freiberg? Das ist etwa 2 Jahre her. Zu der Zeit, als Sie mit der Prostitution angefangen hatten? Ich bin kein Kunde. Ich war mit Joachim Freiberg befreundet, daher kannte ich Karin. Joachim Freiberg, dessen Posten Sie übernommen haben? Na, ich habe ihn nicht entlassen. Ich habe die beiden hin und wieder besucht, aber Joachim wurde immer verbitterter, zynischer. Alles dreht sich nur um ihn und sein Elend. Die ganze Welt hatte sich gegen ihn verschworen. Und Sie gehörten natürlich dazu. Irgendwann konnte ich ihn nicht mehr ertragen. Und er mich wohl auch nicht. Ich habe ihn dann nicht wieder besucht. Wusste er von Karin und Ihnen? Die Beziehung begann erst, nachdem ich nicht mehr bei Ihnen zu Hause war. Karin war einsam. Sie brauchte jemanden, der sie auffängt. Und Sie? Ich habe sie geliebt. Nein, ich liebe sie immer noch. Sie war ein so wunderbarer, sensibler Mensch. Wenn Sie sie gekannt hätten. Sie war voller Lebenslust. Aber ihr Job hat sie kaputt gemacht. Konnten Sie da nicht raushelfen? Ich hab's versucht. Sie wollte nicht. Sie wollte nicht ihre Familie zerstören. Wegen Felix. Sie dachte, das würde er nicht verkraften. Sie hat alles für ihn getan. Hat ihn sogar an einer teuren Musikschule angemeldet, weil der Lehrer meinte, er sei talentiert. Ja, danke, Herr Meinert. Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich. Jan, Treffer. Wie geht's, Frau Wolf? Frau Wolf, Gehirnerschütterung, ein paar gebrochene Rippen, wird einige Tage liegen müssen. Du, wir haben den Besitzer von dem Jeep. Überprüfen. Schon geschehen. Der Herr ist bekannt, füllt bereits einige Seiten in unserer Kartei. Hier, Adlan Dobühl. Und hier, Mirko Schäffler, sein Buddy.
weil es sie mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung und Zuhälterei. Du weißt auch, wo die beiden sich aufhalten? Diese Richtung. Ach, warum sind sie so klein? Kommen Sie bitte mit. Sie können sich umziehen in der Garderobe. Hey Philipp, Mittag? Ja klar. Sie waren Dienstagvormittag in der Körnerstraße. Körnerstraße sagt mir nichts. Sie haben längere Zeit dort geparkt. Man hat Sie gesehen. Es ist nicht das erste Mal. Sie und Ihr Freund Mirko sind vorbestraft wegen Erpressung und Misshandlung von 3 Prostituierten. Schnee von gestern. Wollte Karin Freiberg nicht freiwillig zahlen? Kenne ich nicht. Sie sind noch auf Bewährung. Kommt nicht gut, wenn man in dieser Zeit rückfällig wird. Ich will einen Anwalt. Ist mein Recht. Diesmal hat sie nicht gereicht, sie zu würgen. Sie haben sie ans Bett gefesselt, geknebelt und grausam ersticken lassen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Diesmal sind sie zu weit gegangen. Diese Typen grasen die Adressen von sämtlichen Privatmodellen ab. Haben die keinen Zuhälter, bieten sie ihren Schutz an. Zahlen sie nicht, gibt's Schläge. Brutal einfaches Geschäft. Ja. Solange Frau Wolf schweigt, kann ich da nichts machen. Die Frau hat Todesangst. Ich brauche eine Aussage, schriftlich. Sonst muss ich die beiden gehen lassen. Wie lange können wir sie denn noch festhalten? Du hast doch bestimmt eine Menge Fragen an die beiden Herren. Jede Menge. Es wird aber eng, wenn ihr Anwalt erscheint. Danke schön. Hier. Sind Sie das? Frau Wolf. Also, wenn Sie die beiden jetzt schützen, dann geht das Spiel endlos weiter. Ist doch nur eine Frage der Zeit, dass Sie totgeschlagen werden. Oder die nächste Frau hier landet. Frau Wolf. Wir können dafür sorgen, dass Sie Ihnen nie wieder sowas antun. Uns kann man nicht beschützen. Das ist Berufsrisiko, verstehst du? Ich begreife sowas nicht. Wer bei mich so zugerichtet hätte. Wie kann man nur 2 so durchgeknallte Schläger einfach davonkommen lassen? Ja, das gelten eure Scheißgesetze nicht. Frau Wolf, ein Nicken würde mir genügen. Hier sind Sachen drin von ihr. Hat die Polizei freigegeben. Leider konnte ich nicht mehr mitbringen. Was ist sonst noch von ihr da? Fernseher, Mikrowelle. Felix! Sonst nichts? Felix! Bring mal die beiden Koffer mit rein. Ja, hörst du schwer? Sonst noch was? Ja, ihr Fahrrad steht noch vor dem Haus und ein paar Möbel, wobei ich nicht weiß, ob sie alle ihr gehörten. Ich kümmere mich darum. Danke. Erpressung und schwere Körperverletzung. Frau Wolf hat ausgesagt. Ein schwerer Verstoß gegen die Bewährungsauflage. Dazu noch Mordverdacht. Damit haben wir nichts zu tun.
Das könnt ihr eurer Großmutter erzählen. Ich mache euch ein Angebot. Ihr habt mit ihnen einen Deal gemacht? Keinen Deal. Wir nehmen nur ihre Hilfe in Anspruch. Du weißt, was du da von mir verlangst. Die beiden kennen die Szene. Sie wissen, wen sie fragen müssen. Und vor allem bekommen sie auch Antworten. Das kann ich nicht decken. Wir lassen nur einen von ihnen raus. Seine Papiere behalten wir. Der lässt seinen Kumpel nicht hängen. Morgen früh ist er wieder bei uns. Verlass dich drauf. Aha. Wenn das rauskommt, dann haben wir beide... Weiß ich. Und was ist mit Christiane Wolf? Gehört ihr auch zu eurer Absprache? Nee, davon war nicht die Rede. Ja, wo ist sie dann, ihre Aussage? Die Frau hat eine Gehirnerschütterung. Ich brauche ihre Aussage. Ja. Schriftlich? Ja. Von ihr unterzeichnet? Ja, sollen sie bekommen. Bis morgen früh. Kriegen Sie. In dreifacher Ausführung, mit päpstlichem Siegel, was immer Sie brauchen. Hallo. Frau Wilhelmi? Mhm. Herr Asmussen hat nach der Anklageschrift im Fall Wolters gefragt. Oh, da bin ich noch nicht mit durch. Können Sie ihm bitte ausrichten, dass ich ihn... vergessen Sie es. Ich mach's selber. Okay. Also, sie hat die beiden auf den Fotos erkannt. Da bin ich mir sicher. Sie hat aber nicht gegen die beiden ausgesagt. Bei der musst du mit Vorsicht vorgehen. Ich krieg sie schon dazu. Braucht halt etwas Zeit. Du magst sie, oder? Hm. Hast halt ein Herz für gefallene Engel. Ach. Prostituierte, eine Hure. Von wegen gefallener Engel. Also ich würde schon gern wissen, wovon die runtergefallen ist. Ich pass bloß auf, die ist mit allen Wassern gewaschen. Vielleicht mag ich genau sowas. Warst du schon mal im Puff? Ich? Nee. Höchstens im Einsatz. Und du? Zu meinem 18. Da hat mir mein Vater ein paar Geldscheine in die Hand gedrückt mit einer Adresse. Damit aus dem Jungen ein Mann wird, ist doch schon seit Ewigkeit nicht mehr üblich. Siehst du mal, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Wie war's? Was? Na, im Puff. Ja. Gut. Sehr gut. Ja, also das Geld war gleich weg. Tja, und dann... Ja, was dann? Dann habe ich meine Konfirmationsuhr versetzt. Dann meine Jacke. Gürtel wollten sie nicht haben. Ich habe mir gewünscht, dass die Nacht nie vorüber ist. 18 Jahre alt, voll im Saft. Berauscht von Champagner, nackten Frauen. Von mir selber. Da glaubst du, dir gehört die Welt. Ist das wieder eine von deinen Geschichten, ja? Was ist, Mann? Ich hab gemacht, was ihr wolltet. Langsam. Ich
werde die Adressen überprüfen. Wenn sie nicht gelogen haben, dann geht das klar. Okay, dann macht hin. Du willst die beiden doch nicht etwa laufen lassen. Sonja, Marlene und Kira. Alle drei haben Kunden, die auf ausgefallene Fesselspiele stehen. Sollen wir die Damen aufsuchen? Nee, wir werden sie observieren. Wenn unser Freund recht hat, taucht dieser Mann in Kürze bei einer von ihnen auf. Kastorf? Herr Kastorf, Georg Meinertz. Er war's. Ich weiß es, er hat sie umgebracht. Moment mal, Herr Meinertz, wer hat wen umgebracht? Joachim, er war's. Er hat Karin getötet. Er hat irgendwie rausbekommen, dass wir uns lieben. Da ist er durchgedreht. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ich kann Sie ja verstehen, aber Herr Freiberg ist nicht unser Mann. Er ist schuld. Er hat sie da reingetrieben. Herr Meinertz. Was? Nein, das lassen Sie. Herr Meinertz. Hallo? Scheiße. Willst du hin? Mach das klar mit der Observierung. Ich bin so schnell, es geht zurück. Jetzt drehen wohl alle durch. Felix? Ich. Wegen Mama. Da ist. Wir reden später drüber. Schon Mittag? Kann heute nicht, ich muss noch was erledigen. Du konntest es nicht ertragen, sie glücklich zu sehen. Verschwinde oder ich hole die Polizei. Herr Meinertz. Du hast sie das Glück nicht gegönnt. Du hast sie nur fertig gemacht. Von dem Tag an, als du deine beschissenen Beine nicht mehr bewegen konntest, hast du angefangen, ihr Leben zu zerstören. Du elender Krüppel. Ich hoffe nur, sie hat dich abkassiert. Alle haben bei Karin bezahlt. Alle. Schluss jetzt. Kommen Sie. Kommen Sie. Halten Sie sich fern von ihm. Das bringt doch nichts. Das, was er Karin angetan hat, das ist noch nicht mal. Ich weiß. Ich weiß. Sie fahren jetzt. Rein. Ich bin Sonja. Was kann ich für dich tun? Ich habe deine Anzeige gelesen. Ja. Ich dachte an. Soll ich was Bestimmtes anziehen? Schwarze Strümpfe, Slip und BH. Durchsichtig, wenn's geht. 100 Euro die halbe Stunde. Ist okay. Du kannst das Geschenk auf den Tisch legen und es dir bequem machen. Ich zieh mich nur schnell um. Nicht bewegen. Sie sind vorläufig festgenommen. Die Hände bitte nach vorne. Haben Sie eine Waffe? Philipp Kochbeck, 35, geschieden, Sachbearbeiter bei der Koffler und Partner Versicherung. Sexuelle Vorlieben. Sexuelle Vorlieben, Frauen fesseln, knebeln und misshandeln. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Ein Spiel, bei dem Sie sich mit Poppers aufputschen.
Ein Spiel, bei dem Sie am Dienstag die Kontrolle verloren haben. Wie war das bei Frau Karin Freiberg? Was ist mit ihr? Sagen Sie es mir. Ist sie tot? Ja. Sie ist tot. Ihre Kollegen haben ausgesagt, dass Sie am Dienstagmittag zwischen 13 und 14.30 Uhr nicht im Büro waren. Ihre Seile, der Knebel, identisch mit denen am Tatort. Und wir werden Ihre Spuren auf der Leiche finden. Ich habe sie nicht getötet. Christiane Wolf war nicht da, die war da. Weiter. Sie wollte nicht. Ich dachte, sie will mehr Geld, aber sie wollte, dass ich gehe. Dann sind Sie über sie hergefallen, haben Sie gefesselt und geknebelt. Ich konnte doch nicht einfach so gehen. Ich musste. Gehört es auch zum Spiel, ihr eine Decke aufs Gesicht zu legen? Nein, ich habe ihr nichts aufs Gesicht gelegt. Ich habe sie liegen gelassen und bin gegangen. Ich hatte Angst, dass sie die Nachbarn alarmiert. Ich habe die Tür offen gelassen, damit man sie findet und befreit. Ich habe ihr keine Decke aufs Gesicht gelegt. Du liebst es doch auch scharf, oder? Naja, also so scharf sollte eine Bolognese auch nicht sein. Scharf wie das Leben. Eins will mir nicht in den Kopf. Warum hat Karin diesen Weg gewählt? Du meinst, als Prostituierte zu arbeiten? Ja. Das gibt's öfter, als man denkt. Vor allem im Hausfrauensexmilieu. Ich hatte mal eine Kommilitonin, die hat sich so ihr ganzes Studium finanziert. Sie hatte eine sehr erfolgreiche Anwältin. Ich glaube, ich hole noch ein bisschen Brot. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ich glaube nicht, dass er unser Mann ist. Es tönt ihn an, wenn ihm Frauen hilflos ausgeliefert sind. Er ist krankhaft besessen von seinen bizarren Fantasien, aber... Vergiss nicht, er nimmt Dope. Das macht ihn doch vollkommen unberechenbar. Ja, möglich. Vielleicht täusche ich mich. Wir sollten ihn möglichst lange in seiner Zelle schmoren lassen. Der ist weich. Der knickt schnell ein und redet. Morgen, die Herren. Morgen. Moin. Wir haben weitere Spuren identifizieren können. War eine super Idee mit den Proben der Nachbarn, ja. Wir haben über 134 unterschiedliche Spurenträger. Ja, kannst du dir vorstellen, wie kompliziert das für mich war? Jetzt komm zur Sache, Haustein. Ja, dann komme ich mal zur Sache. Also, auf der Decke waren die Spuren vom Hausmeister. Und nicht nur von dem. Auf der Decke waren auch die Spuren von Herrn Lebert. Halt mal. Von euren beiden Jungluden war allerdings nichts zu sehen. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Dankeschön, Herr Haustein. Interessiert doch eh keine Sau, wie viel ich hier mache. Super gemacht, Herr Haustein. Vielen Dank. Ja. Was hat er denn? Ach, das Übliche. Herr Holicek? Wo ist die schriftliche Aussage von Frau Wolf? Ja, kriegen Sie. Morgen. Nein, sofort. Der Anwalt von Schäffler und Dobel hängt mir im Nacken. Er redet von Kooperation seiner Klienten im Mordfall Freiberg. Ich brauche die Aussage. Sonst muss ich die beiden freilassen. Mensch, Eddie, besorg sie endlich.
glaube, das gefällt Ihnen, wenn ich Sie besuche. Jetzt passen Sie mal auf, Frau Wolf. Diesmal kommen die beiden nicht mit einer Bewährung davon. Glauben Sie mir, die trauen sich nie mehr in Ihre Nähe. Und was ist mit den ganzen anderen Dürgels und Schäfflers? Wollen Sie die gleich mit verhaften? Irgendwo müssen wir doch anfangen. Schnappt lieber euren Mörder. Mischt euch nicht in Dinge ein, von denen ihr gar nichts wissen wollt. Der Hausmeister, der Kowalski, und der Nachbar, der Herr Lebert, Kunden von Ihnen oder von Frau Freiberg? Wenn Sie jetzt auch wieder dazu nichts sagen, Frau Wolf, dann decken Sie womöglich einen Mörder oder bringen jemand Unschuldigen ins Gefängnis. Aber das ist Ihnen ja wohl auch egal. Steht er auch auf Fesseln und so? Der ist einer von denen, die glauben, man kann echte Liebe kaufen. Und war der auch mal bei Karin Freiberg? Nur bei mir. Hier, Holitschek. Tja, Frau Staatsanwältin, Frau Wolf verweigert die Aussage. Vielleicht habe ich die Decke angefasst, um zu sehen, ob sie noch lebt. Vielleicht habe ich sie aber auch nicht angefasst. Sie haben versucht, Ihre Spuren zu beseitigen. Ich glaube, ich habe die Decke nicht angefasst. Sie sind in die Wohnung, die Tür war nur angelehnt. Dann sind Sie ins Schlafzimmer und haben Karin Freiberg gefesselt auf Ihrem Bett liegen sehen. Ich weiß nicht, ob ich die Decke angefasst habe. Schluss damit! Wir haben eindeutig Ihre Spuren gefunden. Ja, ich war bei Christiane ein paar Mal. Und am Dienstag sind Sie dann zu Karin Freiberg? Nein, ich. Ja? Ich habe Frau Freiberg gesehen morgens. Da wusste ich, dass Christiane nicht kommt. Das kam manchmal vor. Ich war nie bei der Freiberg. Ich bin nicht so einer. Ach, nicht? Nein. Was mit Christiane und mir, das. Das ist was vollkommen anderes. Wusste Ihre Frau davon? Und am Dienstag, nachdem Sie also Frau Freiberg gesehen haben, haben Sie da im Hausflur noch jemand bemerkt? Was gesehen? Irgendwas gehört? Nein. Sie können gehen. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Christian und ich, wir. Wenn die Kinder nicht wären, verstehen Sie? Dass ihr es wisst. Ich habe euch gespeichert. Ist das eine Drohung? Finger weg von Christiane Wolf. Taucht ihr in ihrer Nähe auf, kassiere ich euch ein. Du machst mir richtig Angst. Glaub mir, mein Junge. Bisschen Respekt. Glaub mir, mein Junge. Wenn ihr irgendetwas passiert, mache ich euch fertig. Abflug. Ich glaub's nicht. Ich hab gehört,
Die Polizei hat gesagt, du bist verletzt. Komm, geh nach Hause. Christiane. Hier ist nichts mit Ficken. Du verstehst mich. Ich. Hallo. Hey. Ich brauche einen Durchsuchungsbefehl für Kowalskis Wohnung. Um diese Zeit? Da wirst du dich bis morgen gedulden müssen. Ich weiß. Hältst du ihn für den Täter? Kann ich dir nicht sagen, aber irgendwas verschweigt er uns. Ein Kochbeck? Ja, ich glaube, er sagt die Wahrheit, aber wir lassen ihn sicherheitshalber noch ein bisschen schmoren. Sag mal, essen wir was zusammen? Oh, ich muss das alles noch durcharbeiten. Was, heute Abend noch? Mhm. Aber ich koche. Gut. Ja, Reinigungsmittel gibt es schließlich in jedem Haushalt. Ein Motiv. Ein Beweis. Ich brauche was Handfestes. Ach, so eine Portugiesin. Was ist denn eigentlich mit dem Keller? Der hat doch bestimmt einen Keller, oder? Im Flur hängen jede Menge Schüssel. Moment. Mai 2005. Sie verfolgen sie, seit sie in die Wohnung eingezogen ist. Sie waren von Karin Freiberg besessen. Sie konnten es nicht mehr ertragen. Deshalb musste sie sterben. Philipp Kochbeck hat gestanden, Frau Freiberg gefesselt und geknebelt zu haben. Aber er leugnet inständig, die Decke auch nur angerührt zu haben. Das waren Sie. Danke. Sie war wirklich eine wunderschöne Frau. Ich habe sie geliebt. Sie wären gerne an Freibergs Stelle gewesen, oder? Er hatte alles, was Sie sich erträumt haben. Und da sie es nicht haben konnten, haben sie Karin Freiberg umgebracht. Ja.
Also, Herr Kowalski, da lag sie, gefesselt. Was haben Sie gemacht? Ich hab sie gestreichelt. Bitte? Ich verstehe Sie nicht. Ich hab sie angefasst. Und dann? Sie angefasst und dann hab ich ihr gesagt, dass ich sie liebe. Wie hat sie reagiert? Panisch? Hat sie sich aufgebäumt? Hat sie sie voller Angst angestarrt? Ja. Was war mit der Decke? Dann haben Sie versucht, mit einem Reinigungsmittel Ihre Spuren zu beseitigen. Der Bericht unserer Rechtsmedizin. Man hat eindeutig festgestellt, dass Frau Freiberg erwürgt wurde. Gewürgt habe ich sie auch. Ja, was denn nun? Erstickt oder erwürgt? Ich habe sie erwürgt. Sie lügen. Sie wurde nicht erwürgt. Die Decke wurde ja nicht ins Gesicht gedrückt, sondern nur auf ihr Gesicht gelegt. Selbst wenn sie den Kopf zu beiden Seiten gedreht hätte, keine Chance, Luft zu bekommen. Sie ist langsam erstickt. Was gibt's? Kommt er durch? Ja. Philipp Kochbeck, unser Hauptverdächtiger, hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Mann, Kowalski, die Wahrheit. Ich will endlich die Wahrheit hören. Ich kümmere mich drum, danke. Verdammt noch mal, wen wollen Sie decken? Wer? Ist das Karins Mörder? Er sagt nein. Er sagt, er wollte eigentlich zu Ihnen. Ja, jetzt sagen Sie was. Ja oder nein? War er bei Ihnen oder nicht? War doch Ihr Kunde. Ich dachte, Sie sind so ein ganz Sensibler. Ja, er war regelmäßig bei mir. Morgen ist die Beerdigung. Felix, wenn du nicht mit möchtest. Geh auf dein Zimmer. Saugen Sie sich da aus den Fingern. Nichts täte ich lieber. Das ist mir völlig egal. Wir haben einen Zeugen. Und wenn Sie 1000 Zeugen hätten, ich glaube diesen Quatsch, den glaube ich einfach nicht. Thank you.
bescheuert geworden? Warte hier. Entschuldigen Sie. Der Junge ist ein bisschen durcheinander. Es tut mir leid. Fahren Sie einfach weiter, danke. Das war knapp, du. Ein Unfall, hm? Felix, du musst mir sagen, was passiert ist. Ich weiß, dass du sie nicht töten wolltest. Wann hast du rausgefunden, als was deine Mutter gearbeitet hatte? Hm? Ich wollte sie überraschen. Von der Klinik abholen. Ja, aber da hat sie ja schon längst nicht mehr gearbeitet. Und dann bist du ihr am Dienstag gefolgt. Hausflur. Kann ich Ihnen helfen? Die sind für Frau Wolf. Sie können ruhig rein, die ist noch wach. Ich wollte nur die Blumen vorbeibringen. Kowalski wäre für den Jungen glatt in den Knast gewandert. Nicht für den Jungen, für Karin. Was wird mit ihm? Fahrlässige Tötung, Unfall. Der Junge ist 12. Ich denke, es läuft auf Freispruch raus. Was essen? Du darfst auch kochen. Scharf? So scharf wie das Leben. Also geh weg. Ich fahre. Du fährst. Ja, ich wollte schon immer mal mit deinem Auto fahren. Ja, was ist, komm?